Herzlich willkommen. Wir starten mit dem Webinar, das Henry Steinau uns gleich geben wird. Henry Steinau stelle ich gleich nochmal vor. Sein Thema steht schon groß auf unseren Bildschirmen. Freie Lizenz für Texte und Bilder. Wie geht das genau? Input- und Fragestunde. Ich erkläre gleich den Ablauf. Ich möchte jetzt schon mal vorheben, dass Henry Steinau das extrem flexibel gestalten kann. Er hat vorhin zu mir gesagt, er hat ganz viele Folien mitgebracht, damit er bedarfsgenau die hervorziehen kann, die wir jeweils brauchen. Das heißt, dass da jetzt steht Input- und Fragestunde, muss nicht zwangsläufig ein Nacheinander bedeuten. Man kann von Anfang an schon Fragen stellen und dann können wir es so ausrichten, dass Henry genau das, was in den Fragen vorkommt, beantworten kann. Und entsprechend dann auch zwischen seinen Folien hin und her springt. Wir werden das Ganze aufzeichnen. Das heißt, wir lesen auch die Fragen mal vor, auch mit Namen. Wer gar nicht genannt werden will, schreibt einfach, dass diese Frage bitte anonym vorgelesen werden soll. Der Chat selbst wird nicht mit aufgezeichnet. Wir haben die Möglichkeit für alle, die live dabei sind, in diesen Chat reinzuschreiben. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Wording, weil es gibt eigentlich zwei Chats. Ich glaube, die normalen Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt hier teilnehmen, sehen gar nicht, dass es schon erste Beiträge gibt, zum Beispiel von Susi. Ich freue mich. Vielen Dank schon mal für diese tolle Möglichkeit. Wir freuen uns auch, Susi. Man kann sagen, dass man diese Nachricht an alle Diskussionsteilnehmer schickt, da wo man seine Chat-Nachricht eingibt. Dann kommt sie aber nur bei uns, bei den Moderatoren an. Das ist schon nicht schlecht. Aber man kann es auch so machen, dass es alle sehen. Dafür muss man da unter den Punkt auswählen, alle Gesprächsteilnehmer und Teilnehmer. Interessant, das Wording. Bitte wartet nicht ab, bis ich sage, jetzt bitte Fragen stellen, sondern schickt sie schon zwischendurch. Wir haben eine ganz einfache Arbeitsteilung. Der Henry guckt auf seine Folien oder in die Kamera und erzählt, was gerade ihm wichtig erscheint zum Thema. Und ich gucke in den Chat und sammle die Fragen und stelle sie dann, wenn Henry einen Zwischenstopp macht, dem Henry. Also bitte wartet nicht, sondern stellt sie immer schon gern zwischendurch. Ich mache mir einen Notizzettel. Und dann trage ich ihn dann zwischendurch vor. Wir haben uns vorgenommen, dass es insgesamt vielleicht sowas wie 40 Minuten dauert, aber es gibt keine feste Zeit. Solange Fragen da sind, können wir die klären. Soweit die Vorrede. Henry Steinau ist für alle, die dieses Thema schon ein bisschen kennen, wahrscheinlich zumindest mit seinen Werken schon irgendwo mal aufgetaucht. Henry Steinau hat unzählige Artikel und Broschüren und Hefte, Vorträge, Workshops, auch Webinare zu diesem Thema gegeben. Freie Lizenzen kann man sich keinen besseren Ansprechpartner vorstellen in Deutschland, wenn man ihn sucht. Er macht aber auch noch anderes. Es ist sehr breit aufgestellt, viele Bildungsthemen, viele Kulturthemen, gesellschaftliche Themen etc. Er ist bei iRights in den verschiedenen Bereichen sehr, sehr aktiv. Er ist bei den OER-Camps ein Coach, Dozent, Trainer, Sessiongeber, Mitdenker etc. Also ich freue mich enorm, dass er da ist. Genug der Vorrede. Henry, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank, Jüran. Und hallo an alle, die jetzt dabei sind oder sich das auch später als Stream, als Aufzeichnung dann angucken. Also es soll halt um die freien Lizenzen gehen für Texte und Bilder und wie man das am besten angeht. Und ich gehe jetzt mal von dem den Nutzenden oder der Nutzerin, dem Nutzer aus, die da noch relativ grün sind, also noch nicht so viel davon wissen, was eben freie Lizenzen eigentlich sind, warum es die gibt und wie die funktionieren. Und im ersten Abschnitt will ich halt kurz die Brücke schlagen zwischen eben dem normalen Urheberrechtsfall und was die freie Lizenzen da uns an Besonderem anbieten. Legen wir einfach los. Also der Normalfall ist, dass ein Urheber, eine Urheberin ein Werk schafft, ein Foto macht oder einen Text schreibt oder ein Musikstück aufnimmt oder Ähnliches. Also alles, was urheberrechtlich dann auch geschützt werden kann, als Werk gilt und ist damit sozusagen auch Vater oder Mutter dieses Werkes. Und wird es auch also bis am Ende seines Lebens bleiben und 70 Jahre nach seinem Versterben oder ihrem Versterben ist auch das Urheberrecht dann noch gültig. Man kann das Urheberrecht tatsächlich nicht loswerden in unseren Breitengraden. Also in Europa ist das Urheberrecht so und auch in den USA und in vielen anderen Ländern, dass man es eben immer behält und damit letzten Endes die Werke, über die Werke, die man geschaffen hat, sein Leben lang verfügen kann.
Man kann aber dann eben an andere weitergeben, welche Nutzungsrechte die wir haben sollen. Also was soll mit diesem Werk passieren? Soll der Text veröffentlicht werden? Soll das Foto veröffentlicht werden? Soll die Musik irgendwie herausgebracht werden auf den unterschiedlichen Arten? Ganz wichtig ist, dass tatsächlich nur einzelne Personen, nur natürliche Personen Urheber oder Urheberin sein können. Das ist ganz wichtig, denn Institutionen, ob nun Schule oder Bildungsmedienhersteller oder Firmen, Unternehmen, die halt in irgendeinem Bereich tätig sind und die einen anstellen dafür, dass man Werke schafft, können aber nicht das Urheberrecht übernehmen und sie können auch nicht Urheber sein, sondern sie können nur Nutzungsrechte bekommen. Und die Nutzungsrechte vergibt eben dann die Urheberin, der Urheber, in der Regel mit einem Vertrag oder mit einer vertraglichen Regelung, die vielleicht schon im Angestelltenvertrag enthalten ist, sodass dann dort geregelt ist, was darf derjenige, also die Firma, die Institution, die Schule, der Sender vielleicht auch, wenn es in Richtung audiovisuelle Werke geht, was darf er mit diesen Werken machen und wo muss vielleicht neu verhandelt werden, wenn er noch mehr da machen will. Klassiker, ein Textwerk soll dann vielleicht doch mal verfilmt werden oder als Hörbuch rausgebracht werden. Hat man diese Nutzungsrechte als Urheberin tatsächlich übertragen oder war das gar nicht in dem Vertrag enthalten? Also dieses Vergeben der Nutzungsrechte ist eigentlich normalerweise der Schlüssel zu allem, was mit urheberrechtlich schützbaren Werken passiert. Und deswegen ist es auch so wichtig, was da drin steht. Gibt es noch den Unterschied zwischen einfachen und ausschließlichen Nutzungsrechten? Das führt jetzt so ein bisschen zu weit, die Details dazu erklären. Aber es geht um das Prinzip, eine Urheberin, ein Urheber kann eben über Nutzungs- und Lizenzrechte darüber verfügen, was mit dem Werk passiert. Ganz wichtig ist für dieses Urheberrecht, wie wir es kennen und wie es hier Gesetz ist, dass es nicht gekennzeichnet werden muss. Ein Werk, was da, und wir nehmen jetzt mal den klassischen Fall Internet, was im Internet als Foto oder als Text steht, muss nicht gekennzeichnet werden, der Urheber, die Urheberin heißt so und so, sondern es steht dann da eben einfach. Das kann man auch in die Finger kriegen, man sieht als Plakat irgendwas oder in einer Zeitschrift oder wie auch immer. Es muss nicht gekennzeichnet sein. Wir finden oft solche Kennzeichnungen an den Werken und finden dann eben auch Hinweise, an wen wir uns wenden, wenn wir das Werk nutzen wollen. Aber diese Kennzeichnung ist nicht notwendig. Das Gesetz sagt, das Werk ist geschaffen, es hat damit eine Urheberin und Urheber in die Welt gesetzt und damit ist das eigentlich geklärt. Und es muss auch niemand ein Urheberrecht irgendwo anmelden. Also es gibt keine Copyright-Behörde oder Urheberrechts-Bundesbehörde, die halt dafür zuständig ist. Das gibt es bei Patenten und bei Markennamen, aber für urheberrechtliche Werke, wie ich sie genannt habe, gibt es das nicht. Muss man das nicht anmelden, sondern das Urheberrecht tritt dann in Kraft, wird wirksam, wenn man das Werk geschaffen hat und es eben auch in die Öffentlichkeit bringt, also irgendwo auf einer Webseite veröffentlicht, in einem Buch herausgegeben wird, als Zeitung, Zeitschrift etc. Also das Werk, was in der Schublade schlummert, wird ab dann urheberrechtlich relevant, wenn es da rauskommt, sagen wir mal so einfach gesprochen. Der Urheber, die Urheberin haben also eine ganz starke Position, weil eben alles, was mit ihren Werken passiert, muss sozusagen über ihren Tisch gehen. Wenn das vertraglich geregelt ist, auch für die Zukunft alle Werke, die hier geschaffen werden, im Rahmen des Vertrages als Lehrkraft oder Ähnliches, als Bildungsmedienherstellerin, da wird das dann geregelt sein. Aber wie ich schon sagte, es kann dann auch immer zu neuen Nutzungen kommen und dann muss der Urheber, die Urheberin müssen dann gefragt werden. Und es gibt noch andere, das müssen wir jetzt nicht alles im Einzelnen durchgehen, aber es gibt noch andere Aspekte für Urheberinnen und Urheber, die eben ihre Position stärken. Sie sind also mit dem Urheberpersönlichkeitsrecht, das ein eigener Bereich im Urheberrecht ist, sind sie also, haben sie die Möglichkeit, dass ihre Urheberschaft immer anerkannt wird, also immer der Name genannt wird, egal wo das Werk auftaucht und vielleicht auch in zweiter oder dritter Verwendung, weil der Lizenznehmer, dem man die Nutzungsrechte übertragen hat, mit anderen verhandelt und dann dieser Name womöglich verloren geht, dann kann man das hinterher einfordern und sagen, mein Name muss genannt werden. Über die Art und Weise der Veröffentlichung darf der Urheber, die Urheberin mit entscheiden und muss gefragt werden. Und wenn das Werk entstellt oder beeinträchtigt wird, kann er sich dagegen wehren. Oder wenn das also verändert werden soll, bearbeitet werden soll, dann muss die Urheberin gefragt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Urheberpersönlichkeitsrecht und im Urheberrecht, dass
die Bearbeitung, wenn es dann also eine Veränderung des Werkes ist, die dann veröffentlicht werden soll, ist die genehmigungspflichtig. Das darf man normalerweise nicht. Bearbeiten darf man überhaupt gar nichts an einem Werk, wenn man vorhat, es zu veröffentlichen, wenn man das sozusagen nur für seine eigenen Zwecke, für den Privathausgebrauch will, ist das nicht so erheblich. Aber in dem Moment, wo es eben weitergegeben oder veröffentlicht oder irgendwie an die Öffentlichkeit getragen werden soll, dann oder öffentlich zugänglich gemacht werden soll, wie es so schön heißt in juristischen, dann sind die Urheber unbedingt zu fragen. Und umgedreht heißt das, eigentlich ist das Bearbeiten immer verboten. Unter Verwertungsrechte, da stand da eben auch schon, fallen eben diese verschiedenen Methoden. Man kann ein Werk vervielfältigen, man kann ein Werk ausstellen, man kann ein Werk senden oder streamen heutzutage über Radio oder Fernsehen oder Podcasts. Man kann ein Werk aufführen in Bühnen, als Bühnenwerke oder Ähnliches. Also das sind so die verschiedenen Nutzungsarten, die wir ja auch alle kennen und wir konsumieren das ja auch alle. Und all das sozusagen muss vertraglich geregelt werden. Das heißt, das, was ich eben gesagt habe, dieses ein Werk darf nicht bearbeitet werden und der Urheber, die Urheberin muss für alles mehr oder weniger gefragt oder vertraglich vereinbart haben, was alles damit passiert, schafft eigentlich so einen gewissen roten Bereich. Das heißt, das ist so ein bisschen, da ist es alles ganz schwierig, mit dem Werk etwas anzufangen. Und wenn wir jetzt an Bildungsmedien denken und die Edionauten kümmern sich um Bildung, also denken wir an Bildungsmedien, die weitergegeben werden soll, wo man zu einem bestimmten Thema was sucht, wo man sagt, da will ich jetzt nur einen Teil von haben, da möchte ich gerne mich mit anderen Dingen noch beschäftigen, um das zusammenzufügen zu meinem Werk oder zu meiner Sammlung oder Ähnliches, dann bewege ich mich hier in so ein bisschen im roten Bereich, weil da sind dann die Verträge von den Bildungsmedienanbietern sehen vor, dass man da Lizenzen für erwerben muss oder man darf eben das nicht bearbeiten von den Urhebern, die Werke. Also wurde dann um die Jahrtausendwende, sage ich mal, drüber nachgedacht, ob man das nicht ein bisschen besser handhaben kann, wenn Urheber doch bereit sind zu sagen, macht mit meinen Werken mehr, ich gebe das frei, ich will keine Verträge mit Institutionen oder Verlagen machen, ich will einfach freigeben, was andere damit tun, weil im Internet geht das schnell zu verbreiten, über andere Wege geht das schnell zu verbreiten und ich bin froh, wenn meine Sachen benutzt werden. Und auch da spielt dann eben wieder der Urheber in diesem grünen Bereich die wichtige Rolle, weil er dann nämlich darüber entscheidet, was diese Freigabe umfasst. Also was darf denn mit meinem Werk gemacht werden? Was erlaube ich denn, ohne dass ich immer einzeln gefragt werde? Weil wenn tausende Nutzer im Internet den Zugriff auf diese Werke haben oder es auf andere Art und Weise verteilt wird und jeder dann fragt, darf ich es bearbeiten? Darf ich vielleicht einen Teil rausschneiden und woanders mit reinnehmen? Würde das auch der Urheberin oder dem Urheber zu viel werden? Und deswegen gibt es sogenannte pauschale Freigaben, die dann eben all das ermöglichen. Wir befinden uns in dem grün umrahmten Bereich, also immer noch das, wo wir sagen, da geht dann viel, viel mehr, wenn wir ein Werk finden. Und das Werk muss ja nicht eine einzelne Fotografie sein. Das Werk kann ja auch etwas sein, was schon zusammengestellt wurde, aus verschiedenen Medien besteht. Aber wenn es freigegeben ist, dürfen wir uns darin frei bedienen. Wir dürfen es also beschneiden, bearbeiten, vervielfältigen, aufführen oder senden und streamen und alles Mögliche damit sozusagen im Bildungskontext anstellen und auch wieder mit anderen zusammenarbeiten und das Material einbringen in etwas, was neu entsteht. Jöran müsste mir dann mal kurz Zeichen geben von der Zeit her oder so, dass schon genug Fragen da sind, weil das wäre jetzt so ein Punkt, so, das war die Vorrede im Sinne von, wo kommt das her mit den freien Lizenzen, wenn man es von der urheberrechtlichen Perspektive betrachtet. Ja, wir nehmen mal die beiden Fragen, die schon da sind, rein. Von der Reihenfolge drehe ich es jetzt mal um, denn beim ersten geht es noch nicht um die freien Lizenzen. Tom hat gefragt, wenn ich selbst Unterrichtsmaterial erstelle, zum Beispiel ein Erklärvideo oder Bilder, und das dann in der Schulcloud bereitstelle, wem gehören diese Dinge dann? Ist das schon eine Art Vertrag? Und ich habe nochmal nachgefragt, was er mit Schulcloud meint. Das ist in seinem Fall eine schulinterne Bereitstellung und darüber hinaus auch noch eine Freigabe im Rahmen der landesweiten Cloud Lern, ich nehme an, es heißt Lernsachs ausgesprochen. Hm. Ja, also das ist das, was ich am Anfang kurz erwähnte, dass eben tatsächlich mit dem Arbeitgeber, also ich nehme mal an, dass das so eine Konstruktion ist, dass der
Tom heißt er, glaube ich, Lehrer ist und da es einen Arbeitgeber gibt, die Schule und über der Schule sozusagen die Schulbehörde des Landes Sachsen, nehme ich mal an. Und in diesem Arbeitsvertrag könnte das dann geregelt sein, dass alles, was in der Dienstzeit, in der Arbeitszeit an Lehrmaterialien erstellt wird, die dann eben auch für den Unterricht gedacht sind, der an der Schule dann stattfindet, den der Tom an der Schule dann eben gibt, von mir aus auch jetzt aus der Ferne, aber sozusagen im Schulkontext, dass damit die Nutzungsrechte an die Schule und an die Schulbehörde übergehen oder an den Betreiber auch der Cloud. Das könnte gut sein, dass das in so einem Vertrag mehrstufig geregelt ist. Ja, also die Schule bekommt die Nutzungsrechte und die Schule wird die Materialien dann in der Schulcloud freigeben für alle anderen Schulen, eben die der Schulcloud angeschlossen sind. Ich nehme mal an, dass das dort so geregelt ist, aber der Normalfall wäre das auch, selbst wenn es im Vertrag nicht ausformuliert ist, sondern man kann dann eben einfach von ausgehen, okay, du wirst hier, bist angestellt, du wirst jeden Monat bezahlt, du hast Dienstzeiten, du hast Dienstaufträge und darunter fällt Lehrmaterialien zu erstellen. Und wenn du die jetzt in die Schulcloud ablegst, dann ist das sozusagen klar eine Nutzung innerhalb dieser ganzen beruflichen vertraglichen Konstruktion. Und dann würde, wenn es darum Streit gäbe, würde wahrscheinlich das heißen, naja, davon ist auszugehen, dass die Nutzungsrechte da eben übertragen werden. Aber wohlgemerkt, muss man da nachgucken, muss man vielleicht auch mal nachfragen. Und immer noch das Detail beachten, alles, was eben wirklich in der Dienstzeit an Lehrmaterialien, die für den Unterricht, für den Schulgebrauch gemacht werden. Wenn jetzt ein Lehrer, wenn der Tom jetzt sonntags nachmittags irgendwie, weil er auch noch Musik macht nebenbei, irgendwie einen Podcast hat, wo er seine eigenen Stücke herstellt oder auch ein bisschen was aus seinem Unterrichtszeugs nimmt, aber daraus einen Podcast macht für so macht man tollen Musikunterricht, dann würde das eventuell ein Zweifelsfall sein, wo man sagt, das ist dann auf seiner Webseite womöglich sein Privatbereich, aber eben nicht der Schulcloud-Bereich, der denn. Aber das Entscheidende ist, die Schulcloud ist schon eine etwas größere Öffentlichkeit als einfach nur Kollege X oder nur die Kinder, die das dann sehen oder die Schülerinnen, sondern das ist schon eine größere Öffentlichkeit und damit macht man das Material öffentlich zugänglich und damit fallen diese ganzen Fragen, die ich eben erklärt habe, man muss über Nutzungsrechte, Lizenzrechte genau Vereinbarung haben. Okay. Ich schicke mal eine Frage an Tom zurück. Vielleicht kann er die während des nächsten Inputs dann nochmal im Chat klären. Ob Tom sich erinnert, dass er irgendwo mal einen Haken gesetzt hat mit irgendeinem Einverständnis, sei es beim ersten Mal, als er auf diese Plattform gekommen ist oder beim Upload oder sowas. Da ist es ja tatsächlich auch häufig so, dass man irgendwo bestätigt, man würde irgendwas zustimmen, was dann Gerüchten Folge nicht von allen immer komplett gelesen wird, aber das wäre tatsächlich mal eine Rückfrage nochmal in dem Fall an Tom. Eine Frage, die vielleicht, Henry, für dich eine Steilvorlage ist für den nächsten Teil, kommt von Susi. Susi hat nämlich gefragt, ich habe ein schönes Bild gemacht und möchte das für alle Menschen zur Weiterverarbeitung freigeben. Wie mache ich das? Ja. Tatsächlich, das passt gut in den nächsten Block, sage ich mal, Input-Block, weil ich jetzt kurz erklären wollte, okay, das Stichwort Freilizenzen vom Prinzip her, dass das unter Freigaben fällt, ist gefallen und der Begriff Creative Commons war hier schon zu lesen. Tatsächlich bieten die Creative Commons genau das, was jetzt Susi wissen wollte. Kurz vorweg. Es gibt einen Haufen freier Lizenzen. Also hier sind 26 aufgeführt und das sind noch längst nicht alle und die muss man jetzt auch gar nicht alle kennen und viele sind vielleicht auch gar nicht mehr so richtig in Benutzung. Manche schon im Softwarebereich. Creative Commons ist da eine dieser freien Lizenzen und die hat sich aber eben weltweit durchgesetzt, insbesondere im Bildungsbereich, weil sie eben sehr einfach aufgebaut sind, die Lizenzen bei Creative Commons und mittlerweile auch internationalisiert. Creative Commons kennt verschiedene Module oder Attributionen, wie man da sagt. Also sage ich einfach mal einzelne Bestandteile, die man dann auch kombinieren kann und die festlegen, was der Urheber oder die Urheberin mit dieser Freigabe eben sich vorstellen. Und die Obligate für jede Creative Commons Lizenz oder fast jede, da kommen wir noch zu, aber so gut wie jede Creative Commons Lizenz ist eben die Attribution oder die Auszeichnung bei, also die Namensnennung. Das haben wir vorhin schon gesehen. Urheber, Urheberin hat immer das Recht darauf, die
Urheberschaft genannt zu bekommen als Name. Man kann da auch ein Pseudonym angeben, wenn man will, oder eben eine Gruppe, wenn mehrere daran beteiligt waren. Aber der Name muss genannt werden und das ist eben auch bei diesen Lizenzen so. Das heißt, also da muss dann letzten Endes stehen, wer hat das gemacht und mehr muss diese Lizenz dann gar nicht vorschreiben. Alles andere würde erlaubt sein. Man darf das bearbeiten, man darf es weitergeben, öffentlich machen, veröffentlichen, vervielfältigen. Das heißt, das ist so eine Minimalfreigabe oder maximal, je nachdem, wie man sieht, minimal von dem, was dann zu lesen ist als Lizenz und maximal eben von dem, was man damit machen darf. Das würde jetzt also auf den Wunsch von Susi zutreffen. Du hast eine Zeichnung oder ein Bild angefertigt, eine Illustration und sagst so, das soll jetzt also gerne von anderen benutzt werden. Da musst du bei dieser Creative Commons Lizenz nur beachten, zu sagen, okay, nennt meinen Namen, CC BY, diese Lizenzform schreibe ich darunter und dann muss ich auch noch die Lizenz selbst erwähnen, also den Lizenztext verlinken und das müssen dann andere auch übernehmen, also dass es eine Creative Commons Lizenz ist, von wem es ist und da du das Bild wahrscheinlich im Internet irgendwo veröffentlicht, gibt es auch eine Webseite, die hat eine URL, also eine Adresse und die heißt irgendwie, vielleicht ist es auch eine Sammelwebseite, wo eben viele Bilder erscheinen, sowas wie Flickr, wo Fotos sind oder was anderes. Und das wäre dann die Quellangabe. Und das sind sozusagen drei Bedingungen, die für Lizenzierung mit Creative Commons immer gelten. Und diese Öffnung, es darf bearbeitet werden, ist bei den beiden Lizenzen, die hier zu sehen sind, auf jeden Fall gegeben. Und wenn du willst, dass alle anderen da dran arbeiten, ist das CC BY genau die richtige Wahl. Die zweite Lizenz, die von vielen im Bildungsbereich dann benutzt wird und die auch bei Open Educational Resources zu einem der zwei Standards gehört, kann man sagen, ist eben CC BY SA. Und dieses SA steht für Share Alike. Das ist immer ein bisschen erklärungsbedürftig. Das heißt, die Lizenz, die man unter das Werk oder unter das Material setzt, weil man Urheberin oder Urheber ist oder letzten Endes da die Möglichkeiten hat, mit Material das zu machen. Diese Lizenz darf nicht verändert werden. Das heißt, der Inhalt, das Werk selbst, darf man bearbeiten, dürfen andere auch weiter verbreiten etc. Sie dürfen nur nicht an der Lizenz etwas verändern. Diese Lizenz muss immer CC BY SA bleiben. Also würde dein Bild als CC BY SA lizenziert sein, Susi, dann könntest du dafür sorgen, dass wo immer es benutzt wird und wo immer es auch bearbeitet wird, diese Lizenz aber dran geheftet ist und sich auch nicht verändern ließe. Also das wären die beiden Creative Commons Lizenzen, die das ermöglichen. Es gibt noch ein paar mehr, über die springe ich mal so ein bisschen rüber, weil es mir nochmal wichtig ist, zu erklären, wie diese wie diese Lizenzen dann eben tatsächlich gemeint sind. Also Urheber oder Inhaber exklusiver Nutzungsrechte können da diese Erlaubnisse erteilen und damit sozusagen sowas wie Nachnutzungsrechte oder Unterlizenzen vergeben. Sie treten erst dann in Kraft, wenn ein Werk öffentlich gemacht ist. Also Susi, du müsstest dein Werk irgendwo dann eben an die Öffentlichkeit bringen. Das kann ja auch analog sein. Das kann ja auch in einem Printwerk sein. Ein schönes Kinderbuch voller Kinderzeichnungen ist genauso gut frei lizenzierbar. Und dann kann man die da eben abfotografieren oder einscannen oder so und nachnutzen. Ne? Und diese Nachnutzer, ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip. Bleiben wir ruhig bei dem Bild von Susi. Wenn also jemand dann dein Bild verändert, was du ja erlaubst, bearbeitet, dann kann er aber sozusagen nur über die Lizenz entscheiden mit seinen eigenen Änderungen. In dem Fall, wenn du BY SA nehmen würdest, müsste er dann eben auch eine BY SA-Lizenz für sein verändertes Werk unter CC BY SA stellen, während das Originalwerk sowieso unter der Lizenz bleibt. Bei einer CC BY-Lizenz, wo also diese Übernahme der Lizenz als solche nicht notwendig ist, könnte also derjenige oder diejenige, die das Bild von dir nachnutzen, auch eine andere Lizenz draus machen. Ganz wichtig noch dieser Satz, wenn man meinen Cursor jetzt hier sieht, wird eine der Lizenzbedingungen nicht eingehalten. Also würde jemand eben dein Bild nehmen und vergessen, die Lizenz, deinen Namen runterzuschreiben oder die Quelle nicht anzugeben, das, was also CC BY erforderlich macht, dann wäre das sozusagen ein Verstoß gegen die Lizenzbedingungen.
Und was passiert dann? Dann ist diese Freigabe sozusagen nicht mehr richtig eingehalten und oder die Bedingung dieser Freigabe. Und dann würde das auch nicht mehr frei lizenziert sein, sondern das würde der Fall dann sein, dass man wieder unter normalen urheberrechtlichen gesetzlichen Bestimmungen das bewertet. Und dann könnte man sich da auf juristischem Wege auch drum streiten. Dann hätte diese Creative Commons Lizenz keinen Bestand, weil jemand die Bedingungen nicht eingehalten hat. Und hier steht dann noch, dass es also nicht um die Persönlichkeitsrechte geht. Das ist so der Klassiker, was auch oft gefragt wird. Ja, wenn ich da jemanden fotografiere und dann das Bild veröffentliche, der muss ja eigentlich zugestimmt haben. Ja, das trifft alles bei Creative Commons auch zu. Also das ist davon unabhängig. Es geht hier nur um die Nutzungsrechte des Werkes. Ich springe mal zu der Folie, weil ich das immer... Das machen wir mal weg. Weil ich das immer ganz praktisch finde, so einen Vergleich zu haben. Ich rede oft davon, dass die CC-Lizenzen sowas wie so ein Waschzettel sind, den man in Kleidung findet. Ja, also da steht dann dran, wie man ihn waschen und bügeln kann, den Pullover oder die Hose etc. Das ist, hinkt ein bisschen wie jeder Vergleich, weil das bei den Lizenzen und mit urheberrechtlichen Werken natürlich ein bisschen andere Nutzungsarten sind als waschen oder nicht waschen. Aber das Prinzip, was eben bei den freigegebenen oder bei den freien Lizenzen bei Creative Commons dahinter steht, ist, dass immer irgendwo ein Hinweis angeheftet ist, was darf ich damit machen und was muss ich beachten. So ähnlich eben wie bei einer Waschanleitung. Während, was wir am Anfang gesehen haben, bei normalen, nur rein urheberrechtlich geschützten Werken, ist es nicht notwendig, die zu kennzeichnen oder irgendwie die anzumelden, sondern die sind dann da draußen und man findet Bilder im Netz, wo dann gar nichts dran steht oder Texte und dann weiß man nicht, was man mit denen machen soll. Und deswegen sind diese Creative Commons Lizenzen nicht nur flexibel in ihrer oder sind die Werke flexibel zu nutzen, die so lizenziert sind, sondern es ist in aller Regel eben dann notwendig, dass man da einen Hinweis findet. Manchmal muss man ihn auch irgendwo suchen, aber als Analogie gebe ich immer gern das Bild mit. Das wäre schön, wenn wir bei der Pilzsuche eben immer einen kleinen Zettel an jedem Pilz hätten. Da steht dran, ich bin genießbar oder lass mich lieber stehen. Das haben wir aber nicht und so ist so ein bisschen das Internet und sind viele Medien gestrickt, dass man nicht sofort erkennt, kann ich die jetzt also urheberrechtlich einfach verwenden oder nicht. Und CC-Lizenzen, freie Lizenzen nach Creative Commons bieten wir im Prinzip genau das an, die binden an jeden Pilz einen kleinen Zettel ran, an jedes Werk und sagen, also mich kannst du nehmen, dreh mal den Zettel um und das darfst du damit machen jetzt viel Spaß damit, ne? Und andere Bedingungen stehen dann eben auch mit dran. Soweit vielleicht das. Gibt es weitere Bemerkungen oder Fragen? Ja, ganz praktisch, quasi der nächste Schritt, wenn man es jetzt konkret machen will, hat Susi wieder eine Steilvorlage formuliert. Wo muss das bei einem Bild stehen? Muss ich das auf einem Bild direkt zeigen? Ich verwende ja ein Bild als Startbild für irgendwas. Wo soll dann die Lizenz hin? Soll ich dieses Lizenz wohl einfach auf das Bild packen? Und dann hat sie noch ergänzt, ich will immer nur CC0. Ah, okay, CC0 habe ich nicht erwähnt, da bin ich jetzt ein bisschen drüber gesprungen, der Zeit wegen, aber da springe ich dann in dem Fall mal zurück und komme dann sofort zu der Frage. Es gibt tatsächlich eben auch bei Creative Commons die Möglichkeit, auch darauf zu verzichten, dass der Name genannt wird und die Lizenz erklärt wird und auch ein Link zu dem Lizenztext, der irgendwo im Netz bei den Creative Commons Webseiten steht. Wenn man CC0 wählt. CC0 ist auch da wieder nicht das Urheberrecht abzuschütteln, sozusagen. Also wenn wir da bei dem Pilzbeispiel bleiben, den Zettel einfach abzumachen, zu sagen, das ist ja gar nicht urheberrechtlich geschützt. Das geht nicht, sondern mit CC0 erklärt man letzten Endes den Verzicht auf jegliche Nutzungsrechte und auf jegliche Bedingungen, was bei den nachfolgenden Nutzungen irgendwie passiert. Aber ich bleibe ganz gerne eben immer bei diesem Beispiel mit den Pilzen, weil CC0 als sozusagen Vorteil bietet, keine Bedingungen sind mehr dran. Man kann damit machen, was man will. Wir kennen das vielleicht viele von Pixabay-Bilder, die da eine Zeit lang alle als CC0 veröffentlicht wurden. Da muss man eben nicht mal mehr ranschreiben, ob man die bei Pixabay oder sonst wo gefunden hat. Die waren eben einfach CC0. Aber dann passiert wieder genau das, was wir bei den Pilzen und was wir bei dem Dilemma mit dem Urheberrecht haben. Wenn nichts dran steht, sind wir wieder verunsichert. Dann wissen wir nicht, darf ich jetzt damit was machen oder nicht. Wenn aber dran stünde, das ist hier unter
CC0 total frei nutzbar, dann hätte ich Klarheit darüber. Also rate ich immer dazu, selbst wenn man CC0 wählt und sagt, also ich verzichte auf alles an Nachbedingungen, trotzdem das dazu zu schreiben. Wo soll jetzt dieser Lizenzhinweis hin? Da gebe ich nochmal auch noch eine Folie kurz mit dazu. Das nämlich also der Vorteil bei den Creative Commons Lizenzen, die ja aus der Internet-Idee sozusagen mitgeboren wurden, dass man sagt, im Internet ist alles durch Computer verschickt und lesbar und dazwischen gibt es halt sozusagen viele Schichten von den Programmierern mit diesem Internetprotokoll und HTML, dieser Sprache etc. Das hat aber auch den Vorteil, dass das eben vereinheitlicht wurde und die Lizenzen bei Creative Commons, alles was im Computer sich abspielt, sind maschinenlesbar. Das heißt, wenn die Lizenz richtig formuliert ist und die richtigen Links gesetzt sind, erkennt jeder Browser und jede Suchmaschine und jeder Algorithmus und jeder Bot, der halt da durchs Netz jagt und irgendwas sucht und benutzt, erkennt, aha, da ist jetzt wieder diese typische Zeichenabfolge einer Creative Commons Lizenz, weil die ja immer gleich heißt und immer sozusagen die gleiche Syntax hat. Und dann ist maschinenlesbar, was letzten Endes mit dem Werk, mit dem Bild, dem Text, dem Film, der Musik in der Creative Commons Lizenz formuliert wurde. Das heißt jetzt für die Frage, wohin damit? Man kann das gerne direkt unter das Bild schreiben. Als Bildunterschrift. Viele Webseiten und viele Content-Management-Systeme, die Webseiten verwalten, haben dafür eigene Felder. Da kommt das Bild rein und direkt unter dem Bild ist ein Feld für Bildunterschrift. Es könnte aber auch diese Lizenz, die aus mindestens diesen drei Teilen bestehen muss, je nachdem, welche Lizenz man da gewählt hat, aber könnte es auch am Ende der Seite stehen, im Impressum oder an einer bestimmten Stelle, wo man sagt Lizenzhinweise oder an einer Stelle, wo sich der Nutzer daran gewöhnt, rechts eine Spalte, wo dann eben immer entsprechende Hinweise sind, so ein bisschen wie die Marginalspalte, Quellen und Lizenzhinweise. Das kann man also sehr unterschiedlich machen. Nur muss man natürlich dann immer bedenken, dass die Zuordnung stimmt. Hätte man mehrere Bilder auf einer Webseite, muss man die vielleicht durchnummerieren oder halt mit Pfeilen oder mit irgendwelchen Hinweisen die Zuordnung machen. Deswegen ist direkt unter dem Bild und vielleicht eben auch im Content-Management-System als Metadaten mit den Dateien verknüpft, eigentlich immer die beste Variante, das direkt unter das Bild zu schreiben. Ja, das gibt es also hier die Möglichkeiten, dass man sagt, also hier unter dem Bild oder am Ende des Dokuments oder unter das Werk. In dieser Antwort steckt die Antwort, es wird von Creative Commons, den Lizenzerfindern von Creative Commons, eben absichtlich nicht vorgeschrieben, wo genau der Lizenzhinweis zu stehen hat. Es wird nur vorgeschrieben, er muss irgendwie gut zu finden sein und gut zuzuordnen sein und er muss vollständig sein. Aber man kann das schon wählen, weil das manchmal auch eine Designentscheidung ist, wo sieht es gut aus, wo ist es gut zu finden. Und man könnte auch gebündelte Lizenzhinweise geben, also tatsächlich unten durchnummeriert wie so ein Quellenhinweis in einem Buch, also Abbildung 1, Abbildung 2 oder alle Abbildungen in diesem Werk, in diesem Material stehen unter Lizenz CC BY und womöglich gibt es Ausnahmen einzelner Abbildungen und auch das kann man dann in so einem Lizenzhinweis, der gebündelt sozusagen aufgebaut ist, vermerken. Also alle Abbildungen und Texte stehen unter der Lizenz CC BY, es sei denn, an dem Werk ist direkt eine andere Kennzeichnung zu finden. Das kann man also auch machen. Um das sozusagen auch nochmal zu überprüfen, hat man den Lizenzhinweis, ist die Quellenangabe korrekt, hat man den Lizenzhinweis ordentlich gebaut, empfehle ich mal diese Webseite hier tatsächlich bei Creative Commons in der Schweiz, Lizenzen erstellen und finden, lautet die URL. Da kann man mehrere Beispiele sich angucken, wie halt der Lizenzhinweis aufgebaut ist. Hier steht er direkt unter dem Bild und kann dann eben sehen, ob ich da alles richtig gemacht habe. Hier sind also alle 5 Checkboxen, weil der Lizenzhinweis mit entsprechenden Links hinterlegt ist und damit also korrekt ist. Also ich hoffe, auch das hat jetzt die Frage gut beantwortet, wo man den hinmacht. Ich könnte jetzt auch noch kurz dazu springen, dass es eben auch im Print, hier hatten wir das hier und das Foto oder am Ende eines Eintrags. Wenn wir jetzt aber in Print denken oder vielleicht auch in PDF-Dateien, könnte das hier an den Rand untergebracht werden, der Lizenzhinweis oder mehrere untereinander. Oder was eben auch letzten Endes geht, ja, Jöran, ich sehe, man könnte auch
eine URL schaffen, wo Lizenzhinweise sozusagen abgelegt werden, weil, wie man hier sieht, ist irgendwann der Platz voller Lizenzhinweise. Dann kann man sagen, ihr findet unter dieser URL die Lizenzhinweise zu diesem Werk. Susi hat nochmal konkretisiert. Susis Konkretisierung lautet, den Waschzettel als Grafik auf dem Bild ist auch okay, Fragezeichen. Ja, jein. Da kommt so ein bisschen drauf an, weil beim Bild, hatte ich da irgendwo ein Beispiel? Beim Bild ist es so, wenn das in das Bild hinein gebaut wurde mit Photoshop oder mit einem anderen Programm und das dann wie so ein Wasserzeichen aussieht und das Bild dann aber als reine Bitmap weitergegeben wird, dann ist dieser Lizenzhinweis natürlich nicht mehr als maschinenlesbar, weil er sozusagen nicht HTML-Code ist. Das heißt, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man ein Bild als Bild belässt und dann aber sozusagen zusammen mit einer Zeile, die direkt in dem Bild ist, aber die trotzdem als HTML, als Layer drüber gelegt ist und damit das so aussieht, als wenn es wie so ein Wasserzeichen in der Bitmap ist. Aber in Wirklichkeit sind es sozusagen zwei lesbare einzelne Bestandteile des Codes. Also insofern ist die Antwort so ein bisschen jein. Man kann das hier reinmachen, aber die Methode, die viele wählen, um ihre Bilder zu schützen, um eben zu sagen, urheberrechtlich geschützt, dann steht da irgendwie so Copyright oder Lizenzpflichtig oder ähnliches. Das ist in der Regel dann eben etwas reingestempeltes als Bitmap, also nur als Pixel. Und das könnte, wenn das jetzt so ein CC-Lizenzhinweis wäre, könnte man nicht mehr wirklich dechiffrieren. Und damit wäre das eigentlich nicht korrekt, wenn man in der digitalen Welt ist. Wenn man das in der analogen Welt verbreitet und der Lizenzhinweis ausführlich genug gebaut ist, dass also Name und Quelle und Creative Commons Lizenz mit einer URL in diesem Bild unten, hier also in dem unteren Bereich, auch einfach so rein wie so ein Wasserzeichen funktionieren. Da man es dann aber druckt, spielt die Maschinenlesbarkeit dann ja keine Rolle. Dann könnte man das wieder machen, wie so eine Bauchbinde, das darüber packen und dann eben drucken. Dann geht das natürlich. Aber im digitalen Bereich würde ich eben immer sagen, jein, lieber dann in die Metadaten oder in der Bildunterschrift den Lizenzhinweis, so wie ich das hier als Beispiele genannt habe, mit Links entsprechend ordentlich gestalten. Mhm. Auch Tom hat seinen Faden nochmal weitergesponnen. Er sagte, wir erinnern uns, Tom war derjenige, der sein Material auf eine Schulcloud hochgeladen hat, was er für die Schule erstellt hat. Und er fragt jetzt, kann ich dann dieses Material noch selbst verwerten? Also ich erstelle Unterrichtsmaterial im Rahmen meiner Tätigkeit, nutze die selbst, gebe das Material frei, wie oben benannt, in der Schulcloud und verwerte das dann noch über YouTube und Lehrermarktplatz. Stolpersteine, Fragezeichen. Ich erweitere die Frage mal, damit es für dich anspruchsvoll bleibt. Das eine ist erstmal generell als Frage und dann nochmal die Frage, wenn er da schon eine freie Lizenz draufgepackt hat, dürfte er es auch dann noch selbst weiterverwerten oder ist er selbst auch noch an diese Lizenz gebunden? Oh. Also erstens, ich lese das jetzt nochmal nach, weil mir das gerade ein bisschen viel war. Kann ich diese Materialien noch selbst verwerten, wenn das also in der Schulcloud schon gelandet ist? Also gehen wir nochmal zurück. Wir haben ja vorhin gesagt, in der Schulcloud wird etwas landen, wo es irgendwie vertragliche Regelungen über die Nutzungsrechte gibt. Und in diesen vertraglichen Regelungen könnte natürlich auch stehen, die Schule erlaubt oder die Schule ist selber daran beteiligt, dass die Lehrmaterialien frei lizenziert werden mit Creative Commons Lizenzen. Das ist also wahrscheinlich eine Entscheidung der Schule, der Arbeitgeber, vielleicht auch der Schulbehörde, der Stadt, des Landes, wie auch immer, darüber zu entscheiden. Das könnte also in dem Vertrag stehen, dass vielleicht nicht obligat alles gleich unter CC ist, dass das aber möglich ist und dass die Lehrkräfte das vielleicht mit der Schulleitung oder mit wem auch immer entscheiden könnten. Das könnte ja so drinstehen. So oder so, also die Schulcloud als solche ist erstmal schon eine Veröffentlichungsplattform, weil da sehr, sehr viele zugreifen können und das nicht mehr irgendwie unter privater oder sozusagen abgeschlossener Nutzung läuft. Ob es dann sozusagen dann noch wieder weitergegeben wird an YouTube, ist ja dann eher eine Frage,
ob der Nutzungsrechteinhaber, also die Schule oder die Schulbehörde, damit wieder einverstanden sind und sagen, okay, wir packen das auf YouTube auf, da soll das verbreitet werden. Oder eben nicht. Vielleicht gibt es da Vorbehalte aus irgendeinem Grund, zu sagen, nee, das soll nicht sein. Das heißt, es kommt wieder so ein bisschen darauf an, wie die Nutzungsrechte bei der Schule oder bei dem Arbeitgeber gestaltet sind, vertraglich, und inwieweit da womöglich festgelegt ist, die jeweils produzierenden Lehrkräfte dieser Materialien können selber darüber entscheiden, ob das dann noch auf andere Plattformen gelegt wird oder nicht. Also auch da würde ich sagen, müsste man tatsächlich sich erstmal damit auseinandersetzen. Wenn das um einfache Nutzungsrechte geht, wenn es um sozusagen auch locker gehandhabte Regelungen geht, würde wahrscheinlich nichts dagegen sprechen zu sagen, okay, ich bin Lehrer X oder Lehrerin Y und ich mache das jetzt. Ich habe da so einen YouTube-Kanal und der wird geguckt und ich nehme das. Und besser ist, sich trotzdem zu vergewissern, was steht in den Verträgen mit der Schule und ist die Schulleitung da, gibt es da generelle Gegenwehr oder sehen die das locker und sagen, mach mal, und wenn es irgendwie da jetzt dann doch mal Aufruhr gibt oder irgendwie Nachfragen, dann können wir uns immer noch damit beschäftigen. Das wäre, glaube ich, so ein pragmatischer Ansatz. Und jetzt nochmal, was deine Zusatzfrage, Jöran, war? Nehmen wir mal an, Tom hätte jetzt auch schon eine freie Lizenz auf sein Erklärvideo gesetzt. Dürfte er es dann trotzdem noch jenseits, also jemand anders dürfte das ja nur unter diesen Lizenzbedingungen machen, gelten die auch für Tom selbst? Darf Tom das dann möglicherweise auch nicht mehr anders auf Lehrermarktplatz oder YouTube vermarkten? Ja, wenn also die Lizenzbedingung das untersagen würde, dann hätte er mit dem Material ja erstens dann sozusagen eine Tatsache geschaffen, das Material ist veröffentlicht in der Schulcloud oder irgendwo auf einer anderen Veröffentlichungsplattform mit dieser Lizenz. Und die kann man nicht zurücknehmen. Also das ist bei den Creative Commons Lizenzen so, dass man da nicht irgendwie nach einem halben Jahr einen Rückzieher macht und sagt, ach, ich habe es mir anders überlegt, sondern man könnte die noch freier gestalten. Wenn man sagt, CC BY, scheitern alle daran, da die Lizenz runterzuschreiben, ich mache daraus CC Zero. Das kann man schon machen. Aber umgekehrt, man kann die nicht einfach zurücknehmen und sagen, oh, jetzt mache ich das urheberrechtlich anders. Das heißt, er muss sich schon an die Lizenzbedingungen halten. Und wenn er sagt, er hat das rausgegeben, das Werk, aber dann ist da so eine NC, also da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber eine Lizenzbedingung, die untersagt, dass das kommerziell genutzt würde, dann könnte er letzten Endes dieses Werk selbst auch nicht mehr irgendwie unter einer anderen Lizenz kommerziell nutzen. Das würde dann dem widersprechen. Er müsste sozusagen ein eigenes neues Werk draus machen. Ich hoffe, das ist richtig oder hinreichend beantwortet. Nur eine offene Frage stelle ich mal schnell zwischendurch. Susi fragt, ob wir die Folien danach veröffentlichen. Ja, also ich gebe das raus als PDF-Folien dann. Alles, was ich besprochen habe und auch alle anderen, die dann nützlich sind. Vielleicht nicht alle, die hier sind, weil wie gesagt, das ist immer so ein Folienset, wo manche Sachen, die jetzt nicht erwähnt wurden, dann auch nicht sein müssen. Mhm. Sehr schön. So, die Zeit rast aber. Das soll niemand davon abhalten, noch weitere Fragen zu stellen. Henry, hast du noch was, wo du sagen würdest, das wäre jetzt noch für den Einstieg in die freien Lizenzen besonders hilfreich? Ja, also ich runde das eben immer ganz gerne ab, weil ich ja gesagt habe, das Schöne an den Creative Commons Lizenzen in der digitalen Welt ist, dass sie maschinenlesbar sind. Und das bringt dann eben den Vorteil, dass dann Suchmaschinen wie zum Beispiel eben Google ihre Suchfilter auch damit ausstatten können, dass man dann eben nach Fotos in dem Falle sucht, ich habe jetzt mal als Beispiel Windmühlen gewählt, nach Fotos von Windmühlen sucht, indem man bestimmte Suchfilter einschaltet, die dann eben sagen, nach Lizenz gefiltert, aha, und ich will nur Bilder sehen, die wiederverwendet und verändert, also bearbeitet werden dürfen. Aha. Wenn man das mal durchspielt bei Google, dann kriegt man tatsächlich ohne diesen Filter eine ganze Menge von Windmühlenbildern. Und wenn man den Filter dann einschaltet, dann ist die Auswahl eine andere. Und dann hat man aber eben die Möglichkeit, mit den Bildern sofort zu arbeiten, weil dann klar ist, aha, die dürfen verändert und wieder verwertet werden, verbreitet werden. Das ist also das Schöne. Bei Google ist das mal so auch organisiert, wo man diese Filtereinstellung findet. Aber tatsächlich kommt hier die Maschinenlesbarkeit der Lizenzen zum Tragen. Und auch Creative Commons bietet das an, also mit der eigenen Suche, die man durchaus empfehlen kann, weil die sehr, sehr viel
Quellen anzapft, wo dann eben grundsätzlich frei lizenziertes Material ist. Da hatte ich mal das Beispiel Spargel gewählt. Und tatsächlich kann man dann bei der Suchmaschine von Creative Commons dann auch nach Lizenzen, wie man es hier sieht, sortieren lassen oder eben sich eben dann auch bestimmte Quellen, also Sammlungen ansehen, wenn es um Museen geht, etc. Um das abzurunden, das Schöne an diesen Suchfiltern und Suchmaschinen, die auf frei lizenziertes, CC-lizenziertes Material trainiert sind, sage ich mal, wie Spürhunde. Man kann dann also den Lizenzhinweis auch direkt übernehmen. Man muss also nicht sich rauslesen, was stand da jetzt, CC BY und so, sondern man kann bei Creative Commons eben Lizenzhinweis hier mit hinterlegten Links, also als Rich Text, kopieren. Und dann sind so klar die kleinen Symbole, die wir heute schon ein paar Mal gesehen haben, die CC-Lizenzen sozusagen bildlich darstellen, sind dann mit bei. Oder man nimmt das als HTML-Code mit Copy und Paste, ist jeder vertraut. Und wenn man das Bild sich herunterlädt, dieses Spargelbild in dem Fall, kann man auch gleich den Lizenzhinweis kopieren und dann dort einbauen, was ich vorhin sagte, unter dem Bild, in den Metadaten etc., wo es eben hingehört, wo man den Platz dafür ausgewählt hat und muss sich im Prinzip nicht um die ganze Syntax kümmern, sondern das ist alles vorgefertigt und ein schlüsselfertiger Lizenzhinweis hängt dann damit dran. Also das sind die zwei Vorteile der Maschinenlesbarkeit, dass man schnell was filtern kann und schnell auch die Lizenzhinweise übernehmen kann. Das wollte ich noch so nachschicken, weil das rundet diese Metapher eben immer ganz gut ab, dass man nicht nur Pilze findet, wo ein Zettelchen dran ist, sondern quasi ein Aufkleber, den man abziehen und dann wieder auf das nächste Werk kleben kann. So, ich mache mal einen Last Call. Wer jetzt noch Fragen stellen möchte, sollte es jetzt tun. Ansonsten erkläre ich gleich zum Ende auch nochmal, wie man weitere Beratung und Informationen kriegen kann. Derweil kurze Vorschau für das in den Edunauten erstellte Ergebnis. Das werden ja lauter einzelne Beiträge auf FAQ Online Lernen sein. Gibt es eine ganz einfache Lösung, wenn man da zum Beispiel nachher seine Antwort einfach als Text reinkopiert, dann kann man unten drunter auswählen, was für eine Lizenz ist das, dann kann man auswählen, wie soll der Name genannt werden und dann macht die Maschine quasi hinter der Website automatisch so einen Lizenzhinweis da draus. Das hat den großen Vorteil, dass es überall einheitlich aussieht und was Henry eben betont hat, dass das auch die Suchmaschinenroboter lesen können, was häufig unterschätzt wird. Sieht immer so nach einer nebensätzlichen Sache aus. Wer will schon extra auf Roboter Rücksicht nehmen? Aber es geht ja letztlich darum, dass Menschen das dann finden können infolge dieses Roboters. Gut. Genau. Kurze Erklärung dazu. Nele wird ganz sicher nochmal auch auf FAQ Online Lernen kurze Erklärung dazu geben, aber ich habe es auch schon gesehen, es ist wirklich denkbar selbsterklärend. Außerdem gibt es noch viele Gelegenheiten, Henry und die anderen Coaches weiter zu fragen. Henry, gibt es aber was, was wir in dieser Runde noch unbedingt sagen sollten? Nö, also ich glaube, es gibt immer ganz viel zu erklären noch, Lizenzen, wenn man zu den Spezialfragen kommt, so wenn es kompliziert wird mit, dass man fünf Materialien mit allen Unterschieden, die haben alle unterschiedliche CC-Lizenzen und dann ist womöglich noch was Kopiergeschütztes dabei im Sinne von normalem Urheberrecht, was macht man denn dann und so. Also da könnte man jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber das machen wir halt ein andermal, aber für heute denke ich, hoffe ich jedenfalls ein paar Dinge gut konnte ich gut vermitteln und die Frage vom Anfang, ich springe ja gerne immer so die Frage von Antworten, wie geht das genau bei Texten und Bildern mit den freien Lizenzen gut beantwortet zu haben. Und dann sage ich danke an alle, die dabei waren oder danke an alle, die sich das jetzt später dann irgendwann angucken. Und natürlich bei den Edunauten, bei OER Info oder eben auch direkt hier iRights Info, wo ich als Redakteur arbeite, können gerne Fragen gestellt werden. Jederzeit gerne. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank an dich, Henry. Der Hinweis jetzt für alle, die live dabei sind, heute ist Sonntag, der 5. April und wir sind jetzt im Endspurt bei den Edunauten. Und das Tolle ist, die Coaches machen nicht nur diese Webinare, jetzt übrigens noch jeden Abend, Montagabend, Dienstagabend, Mittwochabend, sondern sind auch auf der Lernplattform, auf der wir da unterwegs sind, edunauten.de ansprechbar. Über edunauten.de/OERcamps findet man
zu jedem Coach sein Fachgebiet, ihr Fachgebiet und kann dann direkt auf der Seite auch unten drunter seine Fragen hinterlassen. Die Coaches kommen auch in den Arbeitsgruppen vorbei, wenn man sie einlädt. Und da kann man dann auch nochmal Spezialfragen klären, die vielleicht genau für das, was man gerade da selbst macht, passen. Also keine Scheu, dafür sind die Expertinnen und Experten jetzt da und coachen uns. Ja, sehr gerne sogar. Henry, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ich mache noch ganz kurz einen Werbeblock für alle, die die OER-Camps noch nicht kannten. Die OER-Camps sind eigentlich Veranstaltungen, wo wir uns in Real Life treffen, mit Handschlag und sehr oft auch unter 2 Meter Abstand etc. Das muss ja gerade pausieren. Deswegen machen wir jetzt online weiter, zum Beispiel hier bei den Edonauten. Aber auch sonst gucken wir, was wir an Online-Angeboten noch machen können. Man kann auch so Vorschläge schicken, Ideen, Fragen etc. Was sollen die OER-Camps jetzt online machen? Das ist relativ einfach. Man schreibt einfach an kontakt@oercamp.de eine E-Mail. kontakt@oercamp.de. Soweit für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vor allem natürlich an Henry Steinhau, der uns einen wunderbaren Einblick gegeben hat und auch noch für Fragen online zur Verfügung stehen wird. Vielen Dank an alle, die live dabei waren. Vielen Dank an alle, die noch Interesse an der Aufzeichnung hatten und für diejenigen, die man gar nicht gesehen hat, die im Hintergrund dabei dafür sorgen, dass das Ganze hier läuft. Nele für die ganzen Edonauten und Christoph und Blanche für die Videoproduktion heute Abend. Danke und tschüss. Tschüss.